Wie ihr seht, beginnt dieses Video ein bisschen anders. Ich melde mich nämlich einmal aus dem Schnitt, denn der erste Teil, die Begrüßung und der erste Teil von Monster Hunter wurde aus irgendeinem Grund nicht aufgezeichnet und ich kann das auf Twitch auch nicht herunterladen, diese Aufnahme. Das bedeutet, es fehlt Gameplay und auch ein bisschen Commentary. Wir haben, und das hole ich jetzt einmal kurz nach, damit ihr wisst, warum ich was tue und wie meine Gedanken waren. Das geht aber relativ zügig. Also, wir haben im letzten Monster Hunter Stream den Xenojiva erfolgreich gejagt und haben danach festgestellt, dass es eine Quest gibt, in der Geralt von Riva eine Rolle spielt, da dieser durch ein Portal in unsere Welt gekommen ist, und wir haben ja daraufhin mit ihm den Waldschrat besiegt, und wir sind danach in Richtung Wildturmödnis aufgebrochen, wo ein weiteres unbekanntes Wesen aufgetaucht ist, nämlich der Morgi aus Final Fantasy, und da hatte ein Kuduyaku einen blauen Kristall in der Hand, der ihn immer größer werden lassen hat. So, das zum Stand des letzten Streams. Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir erstmal die Rüstung vom Waldschrat farmen, beziehungsweise dass wir diese Bonusrüstung doch farmen sollten, beziehungsweise dass wir sie halt auch farmen. Da ich in der Hoffnung war, dass diese relativ stark sind, beziehungsweise weil der Waldschrat ja auch ein starkes Monster gewesen ist im Erstkampf, dass wir davon profitieren, wenn wir diese Rüstung haben und entsprechend stärker sind. Ich habe mich dann erst einmal zu meiner Ausrüstungstruhe begeben und habe meine Tränke aufgefüllt, habe dann aber gemerkt, dass das eigentlich Quatsch ist, und habe, weil wir ja mit Geralds eigenen Tränken spielen, bin dann dementsprechend auch nicht zur Kantine gegangen, sondern bin direkt zum Questschalter gegangen und habe die Quest mit dem Waldschrat nochmal angenommen. Und ja, dann hat die ganz normal gestartet mit Geralt. Ich habe mich aber dazu entschieden, dass wir dieses Mal mit Geralds Waffen kämpfen und nicht mit irgendwie Doppelklingen oder einer Monster Hunter Ausrüstung, sondern wirklich mit Geralds Schwert, was er auch dabei hat. Ich habe dementsprechend die Ausrüstung nicht geändert. Naja, daraufhin habe ich dann die Story so weit gespielt, bis wir wieder den Biologen gesehen haben, der mit den Wurzeln gefangen wurde und uns dann ins Herz des Waldes schickt, wo wir dann den Schrein bzw. den Altar von dem Waldschrat finden. Ich weiß jetzt gerade nicht genau den präzisen Namen, wahrscheinlich hat das einen anderen Namen gehabt. Und dann wird man ja von Yagras angegriffen und diese haben wir jetzt gerade besiegt, und als nächstes werde ich jetzt den Waldschrat beschwören und an dieser Stelle greift die Aufnahme wieder und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Machen wir ihn platt. Finde ich, klingt nach einem guten Plan. Ekelgeier. Igni sollte das Problem lösen. Komm schon. Na komm, wir nehmen einfach gleich hier, damit wir einfach einmal richtig komplett voll sind. Ich hasse Blutung so sehr, ne? Ich finde, Blutung ist der nervigste Status in diesem Spiel. Hatten wir das erste Mal beim Urogaron, da hat es mich schon genervt und ich finde es bei dem ja auch nervig, leider. Oh, ich muss auf mein Leben achten. Verdammt!
ich achte zu wenig auf mein Leben, das ist echt nicht gut, ey. Ich hab ihn nicht gesehen. So, jetzt an. Komm mal. Darf ich mich jetzt wieder nicht bewegen, oder? Ich habe ihn damit nicht getroffen. Ist aber nicht so schlimm. Damit habe ich nicht recht. Ich habe gerade einen anderen Angriff, um weg zu sein. Komm schon, komm näher. Nee, komm mal gerade nicht näher, bitte. Hör mich, hör nicht auf mich. Okay, jetzt darfst du auf mich hören. Ich muss ihn sehen. Wo ist er? Da ist er. War zu spät. In dem Moment kamen die Vögel schon auf mich zu. Weil es ist nämlich leider total wichtig, dass man immer weiß, wo er ist. Weil er diese Vogelschwärme halt ultra gut gegen einversetzen kann. Und wenn man nicht weiß, wo er ist, dann kommen die Vögel einfach aus irgendeiner Richtung und das ist sehr doof. Oh nein, so nicht. Aber der Kampf läuft auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Also ich bin nicht unzufrieden bis jetzt. So, Leben haben wir fast voll, Messer haben wir geschärft. Das heißt, wir brauchen uns nicht heilen. Nein, ich möchte oben lang. Ich möchte es schaffen, oben lang zu kommen. Let's go. Woo! Wir lassen uns gleich einfach zum Lager bringen. Ja, das ist schlimm. Ich muss etwas gegen die Teleportation tun. Vielleicht sollte ich dieses Schleuderding nutzen. Ist das alles, was ihr drauf habt? Wow, mit dieser die Attacke unterschätze ich noch ganz gerne. Weil ich irgendwie mit der Reichweite nicht gut klarkomme. Und irgendwie verstehe ich den Verlauf von den Wurzeln manchmal noch nicht so ganz. Problem gelöst. Ja, so mehr oder weniger gelöst, ne? Er ist schon noch da. Komm schon. Wahrscheinlich, ne? Und ins Gift rein. Das war meine Taktik jetzt hier, ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Gift reinkommen, weil wir haben nämlich keine... Na komm schon! Hä, warum hat der... Achso, weil das Messer erst... Das Messer, das Schwert erst wegstecken muss, ja? Aber wir sind eigentlich ganz gut. Ich bin zufrieden. Mit dem Kampf. Wir sind sehr gut in den Kampf gestartet. Wir sind gut reingekommen. Wie schmeckt dir das, Silber? Ja, offensichtlich mag er es ganz gerne, ne? Allerdings soll man den Tag ja auch nicht vor den Arm blumen, ne? Verdammt! Ja, verdammt, genau. Ach, ich wusste, ich komme nicht mehr weg, aber besser als wenn ich jetzt Blutung habe noch.
schon, komm näher. Ich hasse es. Verdammt. Aber wir haben es überlebt. Oh, nett, dass du so direkt vor mich kommst. Dankeschön. Was tust du? Geralt springt erstmal voll weit rum hier. Richtig unnötig. So einfach entkommst du nicht. So richtig unnötig rumgesprungen. Okay, wir machen das Messer wieder scharf. Aber diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Wir schaffen das. Also ich habe ein gutes Gefühl bei dem Kampf. Nicht dieses Mal, sondern ich habe ein gutes Gefühl bei dem Kampf diesmal. Nicht so wie bei anderen Kämpfen, die wir im Laufe des Projektes schon bestritten haben. Die einfach eine absolute Katastrophe waren. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Kustala Daura, der uns so manches Mal ganz gut auseinandergenommen hat. Ne? Mehr Monster. Er scheint bestimmte Körperteile zur Beschwörung zu nutzen. Ich finde, das ist so ein nervig, wenn ich mich nicht bewegen kann, ne? Komm schon! Ja, wir gehen natürlich auf ihn, weil die Jagras, die sind zwar auch nervig, ja. Aber die kommen sowieso immer wieder, deswegen lohnt es sich nicht, wenn wir jetzt uns auf die konzentrieren. Weil die suchen sowieso unsere Nähe. Und die können wir Tatsache auch zu unserem Vorteil nutzen. Auch wenn das gerade eher nicht so aussieht. Ist das alles, was ihr drauf habt? Ich stelle ziemlich abgefuckt gerade. Weil ich jetzt das Jagras töten muss. Bevor ich die Blutung wegbekomme. Wo kam das jetzt auf einmal her? Das war vollkommen random. Ich komme nicht zu ihm hin, weil mein... Verdammt! Hä, warum bin ich denn jetzt gestuckt? Hä? Wo ist er? Ich muss ihn sehen, wo er ist. Er wird schwach. Okay, er ist abgehauen. So, und jetzt nutzen wir aus, dass wir nicht unser Material verschwenden. Beziehungsweise, dass wir relativ viel Zeug im Lager noch liegen haben. Um eine weitere Niederlage erstmal zu eine Niederlage zu verhindern. Nehmen wir erstmal diesen ganzen Bums mit. Jetzt müssen wir den Vogel nur noch einmal finden und ich weiß, wo er ist.
wollen wir mal gucken, ob das jetzt die letzte Jagd von ihm ist. Ja, bestimmt. Wir werden ja Belohnung bekommen, hoffe ich, ne? Komm schon, komm näher. Oh, er hat mich noch getroffen. Das war ein sehr cooler Treffer von ihm. Das muss man ihm lassen. Der Treffer war nice. Der sah auch ziemlich cool aus, leider. Wer muss er? Nee, da hinten kämpfe ich nicht gegen dich. Komm schon! Oh Mann, jetzt bin ich betäubt, weil mich diese Wurzeln getroffen haben. Aber ich kämpfe auch da hinten nicht gegen dich. Komm mal bitte nach hier. Kannst du jetzt nicht nochmal sagen, dass er näher zu dir kommen soll, bitte? Das wäre schön. Das scheint zu funktionieren. Ihre Zahl wird geringer. Das ist schön, dass er mitspielt. Dankeschön, dass du mitspielst, mein Lieber. Ist das alles, was ihr drauf habt? Was denn, wie Leben der hat, ne? Was mich auch interessieren würde, ob es Gera als Waffe auch als Waffe an sich gibt. Ja, toll. Diese Attacke, ne, die ist so unglaublich random. Das ist. Ich weiß, dass sie einem Muster folgt, aber. Irgendwie kenne ich das Muster nicht immer. Na los, komm her. Komm schon. Ja genau, komm schon, der soll mal nach hier kommen. Dann hat wieder Jagd abgeschworen. Weil er es alleine nicht schafft. Das war natürlich gut gemacht, das muss man ihm lassen. Hier kämpfe ich gegen, ich habe dir schon mal gesagt. Wie schmeckt dir das Silber? Ach, das war dieses Pulver, was einfach ein bisschen was bringt. Oh, okay. Damit habe ich zugegeben irgendwie nicht gerechnet. Komm schon, komm näher. Nee, lass mich mal bitte kurz in Ruhe. Ich möchte eigentlich hier mal eben mich ein bisschen heilen. Denn ich möchte im Optimalfall, dass du gleich platt bist, um ehrlich zu sein. Meine Klingenschärfe aussieht, haben wir schon wieder gut Schaden gemacht. Komm schon! Komm, geh jetzt ins Gebiet bitte. Wenn ich weg bin, dann die Wurzeln sind.
allem ein genialer Sprungangriff. Und er macht wieder Jagras, oder nicht? Nee, er macht die Attacke. Okay. Ist das alles, was ihr drauf habt? Du bist fast tot und du fragst auf alles, was ist drauf. Der hat voll viel drauf, ey. Erkenn die Leistung an. Es ist leider ein starker Gegner. Ich finde es gut, dass er stark ist, ja. Es ist ja auch Late Game. 9-Sterne-Quest und so. Zeit zu sterben. Ja, ich hoffe nicht ich. Ich hoffe ja sehr stark er, ne? Denn ich möchte gerne wieder mit Julian spielen. Nicht mehr mit Eva spielen, nicht mehr mit Geralt. Denn wenn wir mit Eva spielen, haben wir Julian. Aber der Kampf läuft ziemlich gut. Ich bin eigentlich optimistisch, dass wir die Rüstung danach haben. Ich hoffe, die ist gut, wenn sich das nicht gelohnt hat, ne? Jetzt ist er wütend. Na gut, dann mal los. Oh Mann! Komm schon. Ja, wir machen jetzt erstmal die Viecher hier weg. Ich hab mich doch gerade erst geheilt. Hättest du nicht mich wenigstens... Wie schmeckt dir das Silber? Ja, offensichtlich nicht so wie dir die Vögel. Verdammt. Boah, das ging schnell. Ich hab voll viel Zeit. Ja gut, okay, die Ohnmacht habe ich verdient. Macht habe ich verdient. Aber da kann ich. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, da kann ich mir alles nochmal auffüllen. Und das Geld ist mir egal. Achso, ja, ich kann ja nicht. So, machen wir das noch eben. Und dann nehmen wir direkt einen simplen Maxi-Trank. Dann nehmen wir direkt einen Diamantsamen, haben wir mehr Verteidigung. Hätte ich eben eigentlich auch machen können, ne?